Moin, moin, liebe Community. Willkommen zum 9. Teil. Wer gut aufgepasst hat, es ist natürlich Teil 8. Der Dokumentation über den Aufbau meines neuen 100 Kilowattstunden LiFePO-Akkus. Drei Blöcke sind bereits fertig. Das hatte ich ja in dem letzten Videoteil schon gezeigt. Und jetzt geht es daran, den Lasttrenner sowie das BMS in einem Gehäuse zu verbauen und ja, das Ganze anschlussfertig zu machen. Ich habe die Kabel ja schon mal gezeigt. Diese liegen hier unten auf dem Boden. Das sind diese 150 Quadratkabel. Die habe ich entsprechend schon mal passend auf Länge gemacht. Und dort sind die Anschlüsse am Akkupack. Da unten, also da in der Mitte, wo man den, wo ich im letzten Video den Shunt gezeigt habe. Und hier habe ich dann schon mal was vorbereitet. Das ist das Gehäuse, wo ich jetzt hier oben eine Hutschiene eingebaut habe. Auf dem sitzt das BMS. Darunter sitzt der Lasttrenner, der ist auch schon fest verbaut. Unten drunter alles nochmal auf einer Metallplatte, die natürlich isoliert ist, bevor jemand fragt. Hier an der Seite sind die Auslösedrähte für den, im Endeffekt für das Shunt-Trip-Device, sodass das BMS den Kollegen hier auslösen kann, wenn irgendwas nicht stimmen sollte. Hier unten müssen noch Löcher rein. Hier durch diese Löcher werden demnächst dann die 2x150 Quadrat zu- oder abgeführt. Da muss ich mal sehen, das weiß ich noch nicht genau. Auf der anderen Seite wird genau dasselbe passieren. Dann werden hier an der Seite, rechts und links, jeweils noch die Steuerelemente zum Vorladen und für die Abschaltung des Shunt-Trips untergebracht werden. Da muss ich auch mal gucken, wie ich das mache. Wahrscheinlich setze ich das einfach auf einen Aluwinkel oder so. Jetzt habe ich erstmal wieder ein paar Stunden Bastelarbeit vor mir und ich werde euch zwischendurch immer zeigen, wie weit ich bin und was denn funktioniert. Insbesondere natürlich, wie das mit dem Auslösen des Shunt-Trips so funktioniert und ob das alles so geht, wie ich mir das vorstelle. Soviel erstmal zur Einführung und ja, los geht's. Was ich bei all dem Basteln vergessen habe, ist, euch nochmal zu zeigen, dass ich mittlerweile hier die Sicherungen auch getauscht habe. Ich hatte ja erst vor, NH-Sicherungen einzubauen, aber das hat sich aufgrund des Platzes dann nicht so ergeben. Ich habe jetzt hier eine sogenannte ANL-Sicherung eingebaut. Mal gucken, ob ich das jetzt hier so... Da kann man es jetzt sehen. So sieht so eine ANL-Sicherung aus. Das ist im Grunde genommen, ich habe hier noch eine einzelne. Im Grunde genommen ist das sowas hier. So. Die ist für 500 Ampere gut und 60 Volt. Und die passt jetzt hier deutlich besser rein als eine NH-Sicherung und deswegen habe ich die genommen. Wie gesagt, diese Änderung hatte ich einfach stumm vergessen bei den letzten Filmen und dachte mir jetzt kurz, das noch zwischenzuschieben. Mal gerade gezeigt, wie ich mir das mit dem Auslösen vorstelle. Man kann hier oben jetzt gerade sehen, der Schalter ist quasi vorgespannt auf der Stellung 1, also quasi eingeschaltet. Hier neben, da ich ja nur 12 Volt als, ich sag mal, Betriebsspannung für das Battrium habe und auch für die Lüfter und so, möchte ich da nicht mehrere verschiedene Spannungen fahren. Deswegen habe ich hier unten noch so eine Schaltung gebastelt, einfach mit einem ganz normalen Relais. Der Eingang hier mit den schwarz-roten Klemmen ist einfach 12 Volt und hier wird das Relais geschaltet und wenn man dann weiter guckt hier auf mein Netzteil, da habe ich einmal beim oberen Netzteil 12 Volt eingestellt mit 300 mA und darunter habe ich, weil das Netzteil nicht mehr kann, 50 Volt mit 300 mA eingestellt. So, und was passiert, wenn ich das Netzteil einschalte, zeige ich euch mal jetzt. Das heißt, ich führe jetzt nur 12 Volt zu. Das passiert jetzt. So, ein ziemlich großer Knall. Und dann hat der Schalter nämlich ausgelöst. So, das heißt, ich kann den Schalter mit Batteriespannung auslösen. Der braucht nämlich 48 bis 60 Volt, um auszulösen. Und kann trotzdem mein Batterium mit der 12 Volt, das werde ich mit 12 Volt ansteuern, nutzen, um diesen Schalter auszulösen. Das Ganze ist dann durch das Relais galvanisch getrennt und sollte technisch eigentlich sauber sein.
Als nächstes werde ich das Ganze jetzt mit dem Battrium verbinden und ins Gehäuse einbauen, sowie die Stecker vom Battrium nach außen führen. Nach einiger Bastelei sieht das Ganze jetzt so aus. Ich habe hier die Leitungen, die in den Verteiler führen, beziehungsweise in den Schrank. Und hier unten kann man erkennen die BMS-Anschlüsse. Die hängen hier momentan allerdings noch als Kabel rum. Ja, und hier unten ist das Steuerrelais, beziehungsweise das Auslöserelais für das Große, damit ich da direkt die Spannung nutzen kann. Ich habe hier unten nach dem Schalter greife ich die Spannungen ab, hier über die Kabel hier, die jetzt hier ja, mehr oder weniger auch noch rumhängen. Der Umsetzer ist drin, also DC-DC-Wandler. Der ist mit 360 Watt spezifiziert. Ich habe den jetzt mal getestet mit 60 Volt und etwa, also 60 Volt Eingangsspannung und Ausgangsspannung habe ich etwa 15 Ampere rausgezogen. Der wird zur Versorgung des BMSs sein, also hier, plus über die Kabel des BMSs, da habe ich ja vier verlegt, werden die Plus- und Minus bereit, wird es der Wandler Plus- und Minus bereitstellen für die Lüfter in den einzelnen Boxen. Deswegen ist das Ding auch so groß, weil dann so ein paar Ampere, wenn alle gleichzeitig laufen, kommen da schon zusammen. Ja, hier sind noch die Kabel des Wandlers, die muss ich noch anschließen. Hier oben habe ich einen Sicherungsblock gesetzt, indem ich einfache 12 Volt Kfz-Sicherungen setzen werde, da das ja alles auf 12 Volt Basis läuft. Jo, so viel hierzu. Oben kommen die Kabel halt schon raus, ne? Kann man hier wunderbar sehen. Und ja, das war alles schon ziemliches Gefummel, das da auch alles in den Kasten reinzubekommen. Was jetzt noch fehlt, sind die Taster, die Anzeige-LEDs und die Schalter. Ach so, ja, genau, da habe ich mir was ausgedacht. Und zwar kommen diese Kippschalter da rein zum Abschalten der Notauslösung beim BMS. Hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal beim letzten Film erklärt. Jetzt ist es so, die kann ich einschalten. So, jetzt ist es an. Und die werde ich mechanisch so anbringen, dass wenn man die Klappe von dem Schrank zumacht, jetzt ist er wieder aus. Das heißt, er schnappt zurück mit einer Feder und schaltet den Schalter gleichzeitig ab. Und somit ist sichergestellt, dass wenn die Schranktür zu ist, das BMS auch wieder voll aktiv ist. Ich finde das eigentlich eine ganz coole Lösung, weil dann brauche ich mir keine großen Gedanken machen. Die Klappe werde ich eh immer zumachen und von daher wird automatisch dann auch die Notabschaltung vom BMS wieder aktiviert. Ja, so viel jetzt erstmal zum Stand. Jetzt wird das Ganze verkabelt und die Schalter eingebaut und dann ist das Schränkchen auch schon fertig. Wieder mal ein kleiner Zwischenstand. Ich hatte natürlich, wie es so sein muss, noch ein paar Kabel vergessen. Die habe ich jetzt ja, mehr oder weniger da reingefuscht. Nämlich, ich habe hier unten einfach ein kleines Loch, ein 3 mm Loch durchgebohrt mit dem Kabelschuh, einmal Minus, einmal Plus angeschlossen. Die Kabel brauche ich nämlich natürlich fürs Vorladen. Das heißt, ich muss ja irgendwie über den Widerstand entsprechende Leistung rüberbringen. Und ja, das fehlte halt einfach. Das habe ich jetzt nachgerüstet. Jetzt sieht man hier schon jede Menge Kabel. Hier unten ist der Anschluss fürs BMS. Das muss ich jetzt noch an das Battrium anschließen, also hier oben. Des Weiteren habe ich eine, ups, mal gucken. Des Weiteren habe ich eine Abdeckplatte schon mal gefertigt. Die sieht so aus. Hier an der Seite, das sind die beiden Taster fürs Vorladen später. Und diese beiden Dinger hier an der Seite, das sind meine Knöpfe zum Abschalten des Battriums bzw. des BMS. Also ich kann damit die Auslösung abschalten, aber nur, wenn beide Schalter auf 1 stehen. Dann leuchten hier diese roten Leuchtdioden und signalisieren mir somit, ich habe da momentan keine Sicherheit. Und zweitens ist das jetzt so gebaut, wenn man das hier sieht, ist so ein bisschen überstehend. Und wenn ich hinterher den Deckel hier an dem Kasten dran habe und den schließe, dann macht es nämlich so. Zack, und dann sind beide Schalter wieder aus. Das heißt, sobald ich den Kasten zumache und sollte was vergessen haben oder so, schaltet sich das Battrium automatisch wieder scharf. Ob ich jetzt hier oben auch noch so eine Abdeckplatte mache oder nicht, weiß ich noch nicht. Müsste ich mal sehen. Erstmal mache ich jetzt die gesamte Verkabelung fertig und dann schauen wir. Also ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, wenn das offen bliebe, weil die Hochleistungsanschlüsse eh ganz gut verdeckt sind. Von daher kann das, glaube ich, auch so bleiben. Mal sehen.
Jetzt mache ich erst, wie gesagt, die Anschlüsse fertig und dann werde ich euch noch einmal ein letztes Mal das Ergebnis zeigen und dann auch eine Testauslösung des Lastschalters einmal durch das Batterium machen. Eine knappe Woche später sieht das Ganze jetzt so aus. Es war doch komplizierter, als ich mir das vorgestellt hatte. Also was ich jetzt erstmal verändert habe, sind hier noch die BMS-Eingänge sowie hier der Shunt-Eingang. Der ist neu hinzugekommen, den hatte ich natürlich total vergessen. Hier, das ist einfach BMS-In, BMS-Out. Das hatte ich, glaube ich, schon gezeigt. Was dann noch hinzugekommen ist, ist hier der CAN-Bus-Anschluss. So, da ist er, CAN-Bus-Anschluss. Und ja, das Ganze sieht jetzt so aus. Das heißt, ich habe jetzt hier oben den Sicherungskasten. Ich habe hier zwei Drückknöpfe, dieser und dieser. Die sind fürs Pre-Charging dort. Dann gibt es hier diese Schalter, die man einfach scharf schalten kann. Und die sind beide dafür da, die Notabschaltung des BMS zu verhindern. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Wartungsarbeiten mache oder sowas und irgendeinen Bus öffne oder sowas, dann soll das natürlich nicht abschalten. Und wenn die in dieser Position sind, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, also beide sind auf der einen Position, dann leuchten hier die beiden Lampen und in dem Moment ist die gesamte Sicherheitsfunktion deaktiviert. So, was gibt es noch Neues zu berichten? Ich mache hier mal gerade die Platte hoch. So sieht das Ganze von unten aus. Also ich habe hier unten den auf der linken Seite dieses Aluminium geriffelte. Das ist im Endeffekt ein DC-DC 12 Volt Bandler. Wenn man da unten ein bisschen weiter reinguckt, dort sieht man die BMS-Übergänge aufs Batterium. Hier sieht man den Widerstand. Das sind jetzt 16 Ohm. Also den Pre-Charge-Widerstand mit entsprechenden Kabeln dran. Unten dann nochmal die Auslöseeinheit fürs Batterium. Beziehungsweise ich übersetze da ja eigentlich nur von den 12 Volt des Batteriums auf die 48 Volt der Systemspannung mit einem kleinen Zwischenrelais. Ja, das war es im Grunde genommen auch schon. Das Batterium selber ist jetzt angeschlossen. Und was ich euch jetzt gerne noch zeigen würde, ist mal so eine Testauslösung von dem ganzen System. Das heißt, ich mache da jetzt mal Strom drauf. So, und zwar sieht das jetzt so aus. Hier, wie man sehen kann, die beiden Lampen leuchten jetzt. Die leuchten auch grün, das ist jetzt mehr oder weniger so eine Betriebsanzeige hier, die beiden, ich hoffe man kann es erkennen. So, genau, und das Batterium selber ist jetzt in der Zeit, jetzt ist es gerade grün geworden, kann man hier oben sehen, da ist die Betriebsanzeige. Oh, Moment, so, da ist die Betriebsanzeige oder die Zustandsanzeige des Batteriums. Hier sind die Busanzeigen. Und hier unter diesen ganzen Pünktchen hier, die man hier sehen kann, da verstecken sich auch LEDs. Die sind nämlich hier für diese Relais. Da sind zweimal Solid-State-Relais, das sind die oberen. Und dann zwei ganz normale mechanische Relais, das sind die unteren. Und das unterste dieser Relais nutze ich als Fehlersignalisierung. Das heißt, wenn das Batterium aus welchem Grund auch immer einen Fehler feststellt, soll es diesen großen Schalter auslösen. Und das machen wir jetzt auch mal einmal. Es ist jetzt grün. So, ich mache jetzt hier mal die beiden Schalter. So, jetzt ist das Ganze scharf. Und ja, was ich jetzt mal als Test mache, ich ziehe jetzt mal einfach einen Bus ab. Also hier unten ziehe ich das raus. So, jetzt gibt es so eine Grace Period. Das Batterium ist immer noch grün und ich versuche das beides mal einzufangen. Das dauert jetzt so einen ganz kleinen Moment. So, jetzt hat das Ding ausgelöst. Batterium hat jetzt meinen Stromkreis unterbrochen. Das heißt, in diesem Moment wäre jetzt nicht mehr sichergestellt, dass die Kommunikation mit den Batterien funktioniert. Logischerweise, der Schaltkreis ist offen, beziehungsweise der Bus ist offen. Und
Jo, hier oben ist es auf Rot gegangen und in dem Moment, wo es auf Rot geht, leuchtet hier eine LED. Das ist einfach nur die Anzeige dafür, dass hier das Relais angezogen hat. Somit hat das dann unten ausgelöst und alles ist so, wie es soll, nämlich es hat abgeschaltet. So, jetzt stecke ich einfach mal den Bus wieder ein. Was ist jetzt passiert? Das dauert jetzt allerdings eine ganze Zeit. Ich habe mich übrigens dagegen entschieden, hier oben auch noch eine Metallplatte drauf zu machen. Erstens mal wäre das relativ hoher Aufwand und zweitens mal komme ich dann im schlimmsten Fall nicht schnell genug an die Sachen ran, wenn ich mal was reparieren will oder so. Und die dicken spannungsführenden Leitungen sind sowieso gut gekapselt, da kommt keiner mehr dran. So, jetzt ist das Battrium wieder auf grün gegangen, wie man hier sehen kann. Und jetzt kann ich mit ziemlich viel Kraftaufwand diesen Schalter wieder vorspannen. Das geht nämlich echt schwer. So, jetzt ist er wieder an. Und jetzt demonstriere ich das Ganze nochmal mit der Notabschaltung. Die Platte ist übrigens noch nicht fest, das ist Absicht. So, jetzt ist quasi die Funktion abgeschaltet. Wenn ich jetzt wieder hier unten den Bus rausziehe, das mache ich jetzt. Das Battrium, also die Grace Period läuft jetzt wieder. Das Battrium wird gleich irgendwann. So, jetzt hat es umgeschaltet. Man sieht hier, die Leuchtdiode ist an. Das Relais hat angezogen. Ausgelöst hat das Ding aber nicht. Und das ist jetzt genauso von der Funktion her, wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt, ich kann jetzt hier die Kabel noch ein bisschen hübscher machen. Und dann ist das ganze Ding jetzt fertig. Damit sind wir jetzt tatsächlich auch schon am Ende dieses Videoteils angekommen. Denn als nächstes kommt jetzt tatsächlich, man glaubt es kaum, die Inbetriebnahme des Akkublocks am Victron-Wechselrichter und auch die Verkabelung. Also es ist alles fertig. Ich muss es jetzt nur noch anschließen und dann war es das. Gott sei Dank. Und ich hoffe, ihr werdet mir auch in Teil 9 zuschauen und vielleicht auch ein paar Tipps da lassen. Ich hoffe auch auf weitere Abos oder Likes. Das ist immer sehr schön für mich. Ich freue mich darüber. Und ja, vielen Dank an euch und bis zum nächsten Video. Macht's gut.